Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Beta. Heute hier im Zufall gegen Zufall. Wir sind jedenfalls Terraner geworden. Mal schauen, was unser Gegner ist. Das heißt, diesmal muss ich auch unbedingt scouten. So blöd das auch immer ist, scouten zu müssen, aber da werde ich diesmal nicht drum rumkommen. Okay, was werde ich denn mal machen? Ich werde auf jeden Fall einen Reaper eröffnen. So, ich schicke jetzt mal einen los. Ein WBF. Dann gibt es dann gleich die Kaserne. Zack. Und dann jetzt das Gas. Damit wir da gleich einen Reaper in Auftrag geben können. Abhängig davon, was unser Gegner ist, werde ich natürlich unterschiedliche Taktiken fahren. Wobei ich, glaube ich, einfach ein Bio-Opening spielen werde. Vielleicht sogar mal einen frühen Bio-Push. Ja, ich glaube, da habe ich mal Lust drauf. Ein 2-Base-Bio-Push mit Medivex. Einzig Blöde daran ist, dass ich halt in diesem Spiel dann vermutlich keine Liberator bekommen werde. Zerg als Gegner. Da kommt der Pool. Okay, ich nehme meinen Plan hier zurück. Ich werde zwar das Ganze hier machen, den Bio-Push spielen, aber ich werde keinen Reaper vorweg spielen, sondern ich werde hier jetzt direkt das Tech-Lab nehmen und hier eine zweite hinterhernehmen, nachdem ich hier natürlich aber das Upgrade genommen habe. Und ich möchte hier sehr schnell Stim haben. Ich hoffe, das klappt gleich. Da hätte ich auch erst einen Reaktor bauen sollen, weil den brauche ich gleich auch noch. Auf jeden Fall gibt es hier jetzt erstmal Stim, jetzt, und dann den Marine, und dann wird der mir hier ein neues Depot hinsetzen. Zack. Hier habe ich dann natürlich meine zweite. Ich denke, ein Gas wird zu wenig sein. Ich werde mir gleich schon das zweite irgendwann nehmen. Jetzt erstmal mit 2-Base hier was probieren. Zweites Tech-Lab. Hier jetzt nochmal eine Barracks. Hier will ich natürlich auch lieber meinen Orbital Command haben. Hier gibt es dann Concussive Shell, hier die Kampfschilde. So, und dann gibt es jetzt hier gleich schon die Factory hinterher. In naher Zukunft. So, Upgrade durchgeführt heißt in diesem Fall natürlich, wir haben einen weiteren Mule zur Verfügung. So, hier gibt es jetzt einen Reaktor dran. Dann gibt es jetzt hier mal eine Fabrik. Das Problem ist, dass ich mir gleich kaum Medivex leisten werden kann. Ich werde hier auch mal das dritte Gas deshalb mal eben nehmen. So, Stim ist jetzt gleich schon mal durch. Jetzt brauche ich mal langsam wieder ein paar Depots. Das ist nämlich jetzt schon der Fall. Da sind wir schon mit der ersten Forschung hier vollständig durch. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist nämlich hier ein All-In. Oh, 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 oh. Ist aber hier schief gewickelt.
Das wird hier nichts werden mit seinem All-In. Dafür bin ich hier schon tech-mäßig zu weit. Und das ist sehr, sehr gut für mich jetzt gelaufen. Zum Paar-Lingen alleine wird er hier nicht vorankommen. Der wird das jetzt vermutlich nochmal versuchen zu basten. Wir müssen hier mal eben nochmal vipern. So. Die ersten beiden Medivacs sind schon da. Es kann wirklich nicht mehr großartig was passieren. Kann hier noch so drauf anrennen. Leider wird hier jetzt die Factory. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Kaserne ist verbrannt. Ist aber nicht mehr so wild. So. Depots brauche ich auch wieder. Können wir auch direkt mal einen Slot setzen. Muss ich hier nur aufpassen, dass ich nicht zu blöd in irgendwelche Baninger renne. Aber das sieht so aus, als bestünde da nicht so viel Gefahr. GG. Da ist sein All-In gefailed, weil wir uns auf unseren vorbereitet haben. Sehr schön. Ja, das war's dann hier zur ersten Folge und wir sehen uns dann gleich im zweiten Teil der Folge wieder. Bis gleich. Okay, Teil 2, diesmal als Zerg gegen einen Protoss. Ich denke, da werde ich auch nochmal hier die glorreichen Ravager rausholen. Oh, Ravager Push. Vorher natürlich die Hedge First nehmen, um früher Eco zu haben, so wie ich es bisher immer gemacht habe. Ich denke auch, ich glaube, ich lasse auch mal Speed weg, um möglichst schnell mein Gas zu haben für den Leertag. Wobei ich das Gas noch nicht so früh nehmen werde. Ziemlich knapp. Ich will natürlich die Hedge First spielen, nicht den Pool First. Da war ich irgendwie gerade ein bisschen falsch unterwegs. Aber ich habe es ja früh genug noch korrigiert. So. Ja, mal hier hoch auf 18. Bisschen riskant das Ganze, aber was soll's. Und da war eine Drohne oder eine Probe. Wenn jetzt nicht mitfährt, dann weiß ich schon, dass er Cannon rusht. Nein, sie kommt hier an. Fährt hier schön durch, hin und her, um mich zu irritieren. Und jetzt mal das Gas. Mit der hier scout ich mal eben, ob hier was steht. Und falls das nicht der Fall ist, okay, nehme ich mal direkt die dritte hier. Zack, drei Drohnen ins Gas. Vier Linge baue ich. Hier kommt dann gleich auch noch eine Queen dazu. Mit den 100 Gas werde ich hier direkt den Leertag nehmen. Zuzüglich ein paar Roachworn. Zwei Stück, um genau zu sein. Und der Push soll ja relativ früh kommen. Und da würde ich gerne beide Upgrades haben. Jetzt haben wir genug Drohnen dort. Zack. Up.
Ups, hier muss ich mal schnell zurückfliegen. Attack. Hier ist nichts. Okay, habt ihr direkt vor von Overcharge angemacht. 4 Gateways. Erstmal hier weiter schön Probes bauen, Drohnen bauen. Wir brauchen mehr Mineralien. Oder soll ich direkt auf Ling Hydra gehen? Ich glaube, ich gehe doch lieber auf Ling Hydra. Ich nehme hier das zweite Gas. Planänderung. Wir werden jetzt vermutlich gleich Adepten rauskommen. Da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Hier ist mal eine Sentry drin. Okay. Das ist da. Immer nicht die Overlords hier vergessen. Die sind nämlich extrem wichtig. Ich werde jetzt hier auch mal den Inject weglassen. Hier auch. Und dafür lieber den Creep verteilen, damit ich hier vernünftig rübergehe. Das müssen wir auf Kriecher platzieren. Zack. Eine Runde Drohnen noch. Ja, an meine dritte. Ja, nochmal ein paar hin. So, und ich glaube, da muss ich jetzt schon fast aufhören hier. Ah. Komm, ein bisschen gierig bin ich dann doch natürlich. Das ist ja jeder sehr tief in seinem Inneren. So, jetzt könnte ich die ersten Hydras bauen. So. Ach komm. So, jetzt ist aber auch genug gedroht. Kommen Hydras und Overlords. Speed sollte durch sein. Hier kommen die Evolution Chambers hin. Wir brauchen mehr Overlords. Hier ist nämlich immer noch kein Nexus. Das hat jetzt hier voll auf Hydras. Da ist ein Adept. Mal ganz schnell hier ausweichen. Adept mich hier bekommt. So, ich verfolge hier nochmal die paar Drohnen dazu. Ich sollte jetzt für den ersten Push eigentlich ganz gut gerüstet sein. Ich soll nur die Probe hier angreifen. Das hat schon geklappt. Mehr muss ich gar nicht tun. Wir brauchen mehr Overlords. Ich weiß immer nicht, was man für Upgrades da nimmt. Okay, der wird wohl sterben. Wir brauchen mehr Overlords. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Hydra Upgrade sollte eigentlich schon durch sein, oder? Ja. Ist es. Hier noch eine Basis und hier noch eine Makrobasis. Das gibt's noch. Und upgrade-technisch bin ich jetzt eigentlich hier ganz gut dabei. Ich werde jetzt gleich auf den Push setzen. Ist das hier nämlich voll. Das heißt, jetzt werden nur noch Linge und Hydras gebaut. Dann laufe ich mal hier außen rum. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit Force Fields. Wir brauchen mehr Overlords. Zack, zack. Wir brauchen zack. Mehr Overlords. Jetzt würde ich gerne noch eben den Moment abwarten, bis hier die Upgrades durch sind. Das ist ja jede Sekunde der Fall. Wir brauchen mehr Mineralien.
Nee, das ist okay, die darf da bleiben. So, wir maxen und werden aber, wenn diese Hydras hier da sind, werde ich jetzt hier hochpushen. Dazu. Okay, ich muss mich nochmal zurückziehen. Nochmal sammeln. So, aber wir werden hier direkt die nächste Welle ansetzen, denn wir sind hier natürlich der Schwarm. Mein Spire auch dazu. Das Einzige, was mir halt jetzt hier fehlt, ist natürlich ein Recall, weil ich natürlich dafür die falsche Rasse gewählt habe. So, das verfangen die sehr schön. Jetzt hier schön der Surround. Das war seine Armee. Oh, okay, da hat er auch noch eine Armee. Aber das sieht so sehr gut aus hier gerade. Und da hat er das Spiel verlassen. Sehr schön. GG, das war hier also unser zweites Spiel. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.